Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Spintires mit dem Sachsen-Netzplayer und mit dem McManus. Hallo. Hi Leute. So. Tja, Randy? Ich sehe hier auch nichts. Ich meine. Ich find's. Jetzt rück ihn halt raus. Komm, das ist jetzt nicht mal witzig hier, wir brauchen ja, den. Ja, genau, am Arsch. Ich war jetzt erstmal vor, was wir machen können, wenn du Holz siehst, das auf dem Boden liegt. Was man anpacken kann, kannst du das mit raufschmeißen? Das Problem, was ich jetzt leider habe, ist, dass diese zwei Baumstämme, die ich drauf habe, Lose jetzt draufflattern. Hin und her wackeln wie Teufel, weil es keine Befestigung gibt. Ihr müsst auch den Baumstamm da irgendwo haben, das ist ein Witz. Da ist keiner mehr, ohne Witz. Genau, ne? Du bist ganz dumm nach links gefallen, ne? Ja. Dann am Boden geflitzt dann. Also beziehungsweise irgendwo unter den massenhaften Schlamm. Das ist halt das Problem und da kannst du nicht reingucken, ne? Nö, dafür bräuchte man einen Schieber, ein Schiebeschild, um den Schlamm wegzudrücken. Wollen jetzt aber nicht hier 3 Tage Schlamm wegdrücken. Nee. Zumal das kann ja ein unendliches Loch sein. Eben. So. Keine Kettensäge mit, ne? Das einzige. Warte mal, Stammausgabe gibt's ja keine mehr. Die war ja nur noch zwischendrin, wo der Merzweg-Auflieger liegt. Dann müsstest du ja wieder zurück. Also nicht ganz zurück, sondern in der Mitte. Ne? Du siehst ja da, wo der Merzweg-Anhänger ist. Da ist ja auch nochmal Stammausgabe während des Weges, weil bis zu unserem Ziel gibt's nichts mehr. Ich versuche jetzt einfach mal ganz kurz, das dauert aber auch nicht lange, hier mal reinzugreifen und einfach gucken, ob ich was. Ne? Ja, das kannst du natürlich auch machen. Einfach mal in den Müll reingreifen. Einfach mal reingreifen. Und jetzt hier hoch mit der 1 Plus. Kann ja lustig werden. Differential mache ich aber genauso schnell wieder an. Und da steht Tino. Und das war's. Wir müssen ja kurz warten. Aber bringt halt nichts ohne Werner, das ist das Problem. Randy, kannst du mal bitte switchen in deinen, der an der Tankstelle steht und den da mal wegfahren? An der Tankstelle steht keiner. Da steht Sachsen-Netzplayer, Gebrauchswagen. Ja, ich habe das einfach noch freigeschalten, das war's. Also, ich hab hier nichts. Da, wo du bist, meinst du jetzt, oder was? Das ist der Bär. Ja, wo ist denn die Tankstelle, wo ich hier tanken kann? Die ist oben. Also wenn du auf der Karte guckst, oben rechts. Also, eben. Aber das ist nicht viel. Du siehst ja, wenn du von der Werkstatt auf die Straße, die Kurve, die dann runtergeht, da einfach nur rechts rein, wo das so ein bisschen gestarter ist, dann geht so ein Hang runter und dann geht so ein Hang hoch. Das sind 100 Meter davon einfach nur entfernt. Halt. Ich glaube, der ist weggeglitscht. Das ist mehr wie ärgerlich. Auf der Innenhöhe jetzt. Guck mal, wie ich fahre, die komme ich so zur Tanke. Moment mal, wo bist du? Ja, da rein. Runterwärts. Also nicht so linksmäßig, sondern wirklich schön steil runter. Nee, oder? Das sieht auf der Karte halt scheiße aus.
Da wo ich lang fahre? Ja, ein bisschen links halten. Links? Links, 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 ja. Jetzt links. Da muss es irgendwas geben. Ach ja, Ah, ich habe da ein Loch gefunden, Tino. Und weiter links, weiter links. Da musst du jetzt irgendwie... Ja, da oben ist der Kraftstoff vor dir. Also bist du auch an einem Wasserloch. Also entweder ein bisschen zurück und links. Naja, ich sehe es gerade. Verfickten Tanne hier, ey, ohne Mist. Ja, das heißt, ich kann zurückfahren jetzt, oder wie sehe ich das? Weil durch den schlimmsten Teil, ne? Naja, ist so schlimm, oder doch jetzt nicht, oder? Also der See ist Wasser. Ja, ist es so tief? Achso, gut, was, du hast ja den, was hast denn du? Du hast den Typ B, ne? B. Ach, du hast den Typ C, ja gut, der ist nicht so hoch. Oder liegt da irgendwo bei euch noch ein Baumstamm, den man aufnehmen kann? Und auch nicht hochkommen, weil da steht hier nur sein Schatten und wenn du dort in der Kurve hängst wie ich, dann kommst du nicht mehr weg. Also nur noch mit Hilfe wieder weg. Seid ihr da oben schon? Ja, ne, beziehungsweise ich, Tino ist gerade in einer anderen Maschine. Ah, okay. Kämpfe gerade. Hey, du musst zurück. Ja, ich komme hier mit den Bäumen, das ist das Problem. Warte mal, hier ist Kraftstoff. Sehen schon, was wir machen können, Werner. Drehung. Ja, aber also ich lasse mich jetzt mal rückwärts runterrollen. Versuch den Hänger irgendwo abzustellen, wo es Sinn macht. Oh, jetzt verliere ich noch einen Baumstamm. Ach, jetzt komm. Na gut, wenn du jetzt zurückfährst. Ja, ja, ist egal. Ja, dann, dass ich ihn als Solo-Maschine einfach dorthin wieder ziehe. Also jetzt nicht ganz hin, sondern er kann ja jetzt die mittlere Stammausgabe nutzen. Genau, du musst ja zurückfahren, Werner. Also nicht, was? Also nicht komplett. Es gibt noch eine Stammausgabe mittendrin gerade an der Seite. Ja, hab ich gesehen. Können wir auch nehmen. Dann ziehe ich ihn halt wieder zurück. Ich muss schon nur noch einen geeigneten Platz hier dafür finden. Bom, komm, 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 komm. Aber hier liegt Zeug rum, Randy. Kann ich das nicht aufnehmen? Ne, das müssen richtige Stämme sein. Also jetzt kein Grünzeug. Ich hoffe, der ist hier gerade. Scheiße. Ja, toll, aber den kriege ich nie wieder auf, wenn der so einsinkt. Jau, läuft. Ich bin tot. Wie? Vielleicht kommt er nochmal, lass mich gucken. Ne, ich bin. Hab 600 Reparaturpunkte. Schaden. Von? 600. Ja, ich hatte vorher schon 450. Oh, warte mal. Du hast vielleicht Reparaturanbauteile dran? Ne, hab ich gerade geguckt, leider nicht. Hab ich aber. Lass mich ran, du liegst im See. 100 Punkte, ja. Das 100 Punkte hast du dabei. Nee, das wäre schön. Weil das reicht gerade so zum Motor starten und vielleicht noch ein Stück vorzufahren, aber leider. Ja. Siehst mich da, wo die Runge rausschaut. Ich werde dich sehen. Ich muss bloß erstmal hier einen halbwegs befestigten Untergrund für meinen Hänger finden. Okay. Weil Ding, dass ich den wieder
Passt das? Oh ja, passt. Gut. Werner. Hm. Hey, da hat schon wieder einer Sondermüll. Ja. Was? Hat er nicht gesagt, oder? So sieht das aus. Ja. Was denn? Bist du gerade von der Werkstatt weggefahren oben? Ja. Okay. Ach, rechts, alles klar. Ja, ah, ist tief. Ja, ne, da nicht. Andere Seite hättest du. Ja. Hättest du rumgemusst. Das kenne ich nämlich ja gerade selber nicht. Oh, das ist ganz schlecht. Warte mal, ich versuche mal hier an das Ufer zu kommen. Aus der Rhein. Ah, da kommt wieder raus. Ja, gut. Was dich 600 kostet, kostet den 2. Ja gut, dafür verbraucht halt 600 Sprit wahrscheinlich. So, jetzt haben wir es. Nee, warte mal. Nimm erstmal bitte das Windenziel an. Warte mal. Ist angenommen. Ja, ich nehm's dir wieder weg. Wow. Ja, wir brauchen ja mehr Spielraum, warte mal. Du lässt mir auch keine Freude im Leben, ne? Kannst du vergessen, Junge. Komm, Gang rein. Weil wir brauchen halt eine größtmögliche Spannung. So. Ich geb dir 200. Ja, sagst du wann, dann mache ich Motor an. Dann 3, 2, 1. Und los. Abgestorben. Ja, zieh. Beimal abgestorben, pro Absterben 80 Schaden. Er lebt, ja, aber... Wenn er lebt, ist in Ordnung, dann einfach nur mit mir Gas geben. Es kommt Feuer aus dem Auspuff. Ach, das ist geil. Das ist aber das ist ein geiles Feature. Wenn dann Feuer aus dem Auspuff kommt, das ist echt cool. Motor unterdreht, seid ihr dumm? Ich hab... Wenn du den ins Plus drin hast, das wird natürlich hier nichts. Nein, ich hab ersten Gang drin. Au, fuck. Ganz ruhig bleiben. Karre ist sowas von am Sand. Ja, wir müssen auch schon mal kurz hier wieder auf Boden kommen. Gut, halt. Au. Ah, danke. So, aber mehr kann ich hier nicht anbieten. Ja, ich hoffe, das reicht. Ja. Ah doch, warte mal, wenn ich die Mehrzweckanhänger noch anhänge, dann habe ich da, sind nochmal 900 drauf, dann kann ich euch vollständig reparieren. Ja gut, dass hier überall Anhänger rumstehen, ne? Ja gut, ja. Ja, das hat immer Vorteile. Hast du eigentlich jetzt schon abgeladen, Tino? Ich? Nee. Tino steht auf dem Berg. Oh nee. Wir sind beide gespannt, ob wir von dort aus wieder hochkommen. Hier nimm mal die Winde und bleib einfach mal permanent dran. Ist. Am besten nicht ziehen, sondern einfach nur so locker lassen. Ja, das ist wie beim Blut abnehmen. Einfach entspannen. Ja. Kann der mal gucken, wo wir hin müssen. Ey, wir sind gleich da. Naja. Alter, mein LKW sieht aus, ne? Eieieiei. Dann geht's halt ohne Winde. So. Hey. Danke.
du Drecksau. Ich glaube, ich behalte Randy, der ist ganz gut. Ja, der frisst aber auch viel. Ja. Und das im doppelten Sinne. So, bitte. So. Dankeschön. Gucken, wo wir hier rauskommen. Wow, okay. So, jetzt hole ich noch fix den März weg. Beim Unimog war ihr nicht in der Nähe, ne? Nee. Doch, also da bin ich jetzt, aber ich habe natürlich jetzt keinen Anhänger unten dran. Es soll einfach nicht sein. Ging ja nicht, sonst hätte Schwanner jetzt nicht ziehen können. So. Geht das wunderbare Verladen wieder los, aber wir sind auch schon wieder fertig für heute. Boah. Ey, der Hügel ist echt zu hart. Ich weiß gar nicht, wer anmoderiert hat. Du. Ich, gut. Liebe Leute, wir sind fertig. Wenn es euch gefallen hat, den Daumen nach oben da lassen. Es ist eine Neverending Story hier, das ist Wahnsinn. Wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge Splinter Eyes. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.